Willkommen zur Star Wars Show. Willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Viele Kunden haben gefragt, ja, wir haben wieder umgebaut. Nein, wir haben nur neu dekoriert. Wir haben natürlich hier unsere Star Wars Lounge, die jederzeit hergestellt, umgebaut werden kann für unsere Kunden. Hier sprechen wir über Star Wars. Das ist nämlich der Star Wars Stammtisch hier vor Ort. Wir haben den Star Wars Filmclub und ja, ihr wisst es ja, es gibt noch ein Copyhaus und ein Medienhaus. So, wir haben jetzt verschiedene Drehpunkte uns geschaffen, weil wir ja auch zu Filmpool gehören. Filmpool macht ja für RTL und so weiter Sendung. Ihr wisst nicht? Okay. www.filmpool.de. Schaut rein oder www.komparsen.de. Da wisst ihr also Bescheid beruflich. Wir trennen aber ab sofort im September geschäftlich und online. Meine lieben Freunde, online. Online ist eine ganz andere Marge, eine ganz andere Sache. Wir sind ja ganz andere Menschen on air. On air bedeutet, dass alles anders ist. Hier vor Ort, riesengroß, alles Star Wars aufgebaut. Hin und wieder hört ihr gewisse Stimmen, weil viele das dann sehen. Wir haben Kylo Ren, 3 Meter mal 2 Meter mit seinen Stormtroopern dort hinten aufgebaut. Ja, wenn ihr mal bei uns vorbeikommen solltet und das riesige Fenster seht, 3 Meter mal 2 Meter, ja, das sind wir dann hier. Vor Ort die Star Wars Show. Star Wars Show in Deutsch. Viele Kunden haben gefragt, haben wir jetzt hier noch einmal vorgestellt. Für uns gibt es das schon lange, schon seit 6 Jahren. Film, Figuren, Theater, Sammelfiguren, TV. Wir sprechen über Sammelfiguren, ob nun den traurigen. Hier ist die Cinema-Ecke, Star Wars The Show, The Star Wars Show. Ja, Stefan wartet auf seine Cosplay-Sachen. Ja, er will ja als Nilius in die Geschichte eingehen. Wir haben unseren Draven, nicht A-E, sondern E, ne? Draven, Sir, The Lord, The Sir Lord, The Darth Lord. Draven, ne? Re-Even. Natürlich jetzt da hinten in die Ecke verwandt. Die Kunden reinkommen. Das Allerschönste war, kann mein Kunde rein und sagen, ja, was hast du denn den Feuerwehrmann her? Ja, jetzt wird aus Old Republic, aus einer gigantischen Figur, wird dann plötzlich ein Feuerwehrmann. Ja, worauf möchte ich jetzt hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wir hier in einer sogenannten Star Wars freien Zone leben. Star Wars freie Zone leben wir. Ja. Denn die Kunden staunen, sehen, sieht verdammt gut aus. Wir haben gute Exponate, große Exponate, 1 Meter, 1 Meter 20, 75 cm und natürlich die echten Figuren, die natürlich an den Wänden stehen und dort montiert wurden, so wie Raven. Ja, die Star Wars Show in Deutsch. Nun, Amerika. Und Disney, vor allen Dingen Disney, hat ja jetzt vieles gemacht und in den sogenannten Kundengesprächen, die wir hier führen, über Figuren, wir besorgen ja Figuren, wir stellen Figuren vor laufender Kamera, wir verkaufen nicht nur, auch hier ohne laufende Kamera, wir verkaufen halt Figuren. Ja, Figuren aller Art, wir haben sie ja alle hier stehen. Ja, das ist halt hier, wie sagen die Kunden immer, so ein cooler Verkaufsraum. Natürlich cool, weil hier die coolen Sachen, Uncharted 4, A Thief End von Naughty Dogs steht, 50 cm große Figur, oder die Kollektion von 1 bis 6 von Star Wars, auch diese anderen Exponate, die dann hier in den Regalen verweilen. Worauf möchte ich jetzt hinaus in dieser Sendung? In dieser Sendung möchte ich einfach hinaus, habt ihr eigentlich schon von Panini das Comic-Heft
das Comic-Heft gestartet für 3,99 €. Wir als Geschäft haben es gestern geordert. Wir wollen hoffen, dass sie nach und nach kommen für unsere Kunden. Das ist nachher auch, wenn Panini jetzt durchhält, haben wir nachher so eine Schwarte da stehen. Star Wars Comics in einem wunderbaren Buch. In so einer Buchreihe. Sieht auch wieder klasse aus. Wir haben ja auch da die Episode 1 bis 6 stehen. Sieht auch klasse aus. Sind auch Figuren drin. Da sind halt Geschichten drin. Ja, ich wollte euch nur jetzt total recht herzlich hier nochmal begrüßen. Ich stelle jetzt auch keine Figur vor. Ich wollte einfach nur alle Kunden begrüßen. Wir haben umgebaut. Wie gesagt, der Launch steht. Wir können uns da unterhalten über Sammelfiguren. Wir begrüßen auch den offiziellen Star Wars Club. Die offiziellen haben wir auch. Wir haben also genügend da, worüber wir uns hier unterhalten können. So sieht draußen 3 Meter mal 2 Meter jetzt die Collage aus. Jetzt kommt ja so langsam der Winter. Ne? Apropos Winter. Ja, meine lieben Freunde, apropos Winter. Willkommen bei Sammelfiguren und TV. Wir haben gar keinen richtigen Winter. Ne? Ja, 30 Grad. 30 Grad. Und wir waren gerade unterwegs und mussten sagen, hallo, hallo, hallo. An dieser Stelle hier, punkto hallo, 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 muss ich einfach nur sagen, ich persönlich habe keinen Bock mehr bei Mediamarkt Saturn einzukaufen. Das ist, erstens macht das gar keinen Spaß mehr. Man findet nichts. Ja, man ist auf der Suche, nichts sortiert, nichts. Aber vor allen Dingen findet man jetzt plötzlich gar nicht mehr Star Wars. Mediamarkt Saturn war voll mit Star Wars, Star Wars Figuren, alles weg. Nichts mehr mit Star Wars. Außer Star Wars Sticks, aber für 18 Euro ein Star Wars Stick, naja. Star Wars, da sind wir beim Kernthema. Disney will Geld verdienen. Da geht kein Weg dran vorbei. Disney will Geld verdienen. Und gestern haben wir noch mit Kunden gesprochen. Wir haben mit Kunden gesprochen und die sagen auch, die Preise explodieren. Wir wollten oder haben Magneto vorgestellt. Das sind Star Wars Einheiten mit Gegenpolmagneten, die schweben dann. Ja, die bewegen sich. Lichter gehen sogar an, aber $160 umgerechnet dann in Euro plus Versand und dann plus Steuern. Natürlich, Star Wars Fans, richtig Star Wars Fans, die hätten gern TTIP. Also die hätten schon, dass Amerika die Ware uns zugänglich macht. Amerikanische Ware in Star Wars sieht sowas von super aus. Die gab es hier noch nicht. Und wir arbeiten wirklich daran. Wir arbeiten wirklich daran, die Star Wars Einheiten zu bekommen, die es in Amerika gibt, in Mexiko gibt, in Brasilien gibt. Ja, das wären Exponate. Das wäre super, wäre das. Aber naja, träumen darf man ja noch. Star Wars ist Star Wars Show amerikanisch, Star Wars ist Disney, Star Wars will Geld verdienen. Die sind nicht für uns da. Ist euch schon mal aufgefallen, Rogue One musste nachgedreht werden. Star Wars Episode 8 ist fertig, ohne irgendwie, ihr hört gar nichts. Ja? Mark Hamill hat sich den Bart rasiert, ja? Hat er ja auch gezeigt. Dann hat er getwittert, dass er in 9 auch auftreten soll und in 9 soll auch oder in 8 sogar unser Yoda auch vielleicht schon zu sehen sein. Einige sind ja von euch rebellisch. Ah, oh, muss das denn sein? Kann man nicht mal was Neues? Auch wir, Mitte. Wir sind ja die Gesellschaft Mitte. Wir haben ja schon Star Wars in dem Anfang. Wir haben sogar Star Trek im Anfang miterlebt und hoffen in die Unendlichkeit mit allen ab 12,25, ab 15,45, the new Y Generation, mit denen allen, ja, mit Star Wars irgendwie jetzt in die Unendlichkeit zu entgleiten. Apropos entgleiten, ich entgleite jetzt auch. Ich wollte euch nur Hallo sagen, ich wollte euch nur einen freundlichen September wünschen.
Ich wollte euch schon sagen, dass wir am 10.09., ist jetzt wirklich kein Scherz, auf einem Weihnachtsmarkt waren, bei der Firma Schley in Ratingen auf der Kölner Straße. Und das habe ich jetzt erwähnt, weil ja auch unser Star Wars Lounge, oder unsere Star Wars Lounge, unsere TV, Ultra HD, Web TV, Sondersender, NRW TV, das Copyhouse, das Media, also das, unser Unternehmen ist ja auch in der Stadt Essen, Kulturhauptstadt 2010, auf der Kölner Straße. Ein etwas Stückchen weiter sogar ein Eisenbahnfachgeschäft für Eisenbahner, für Revell, Klebende, die also da fleißig auch was machen wollen, Playmobil etc. PP, Star Wars hat er nicht, das bin ich. Na, ich hier bin euer Moderator Abel Muri und präsentiere euch Star Wars. Wie gesagt, Star Wars. Ein Stückchen weiter haben wir sogar den Games Workshop, ja, also White House. Ja. Also hier ist eine Menge. Also wir bieten euch eine Menge. Wir bieten euch eine Riesenshow. Wir bieten euch elektronisch, auf dem elektronischen Wege bieten wir euch etwas an. Und natürlich hier vor Ort. Das ist alles noch nicht so, ihr kommt damit nicht so klar. Verstehe ich sehr gut. Weil das hier hat diesen Flair von Tante Emma. Diesen Fachgeschäft, wo man sich noch unterhalten kann. Wo man die Ware auch an der Theke abholen kann. Und sich mit jemandem unterhalten kann. Mittlerweile muss auch ich gestehen, habe überhaupt keine Lust mehr nach Mediamarkturen, wie die alle heißen. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr in irgendeiner Lounge. Nein, ich habe keine Lust mehr in irgendeiner Lounge. Wisst ihr warum? Weil unpersönlich, total unpersönlich. Man findet nichts, man rennt da rum. Ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe sehr gut die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 45 und die Jugendlichen zwischen 12 und 25 heranwachsen, dass die lieber einen Laptop aufmachen und bestellen, weil es ist bequemer. Man geht zur Bank, zahlt ein, dann setzt man sich gemütlich hin, bestellt alles und wartet. Man kann es natürlich nicht abholen, man hat es nicht sofort. Ich wollte heute auch einen Film haben und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, weil Mediamarkt total unaufgeräumt. Man findet nichts, macht keinen Spaß. Ja, die anderen sind ja eh halbherzig. Also Star Wars, ein Star Wars Fachgeschäft. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wo ihr sowas findet. Also ich finde sowas in London, ja, Richtung Piccadilly, da gibt es ein Star Wars Fachgeschäft. Hier finde ich kein Fachgeschäft. Jedenfalls nicht thematisiert. Nochmal frage ich euch, und habt ihr Panini? Habt ihr schon euer Panini-Heft? Ich sag euch, super. Ja, wie gesagt, wir sind Fachhändler. Fachhandel. Fachhandel heißt, ihr könnt mit uns sprechen vor Ort. Ihr könnt. Online ist nur eine Show. Online machen wir nur eine Show, stellen wir vor, Sammelfiguren, Theater, Film, Figuren, Theater, Sammelfiguren, TV. Also, das ist Improvisation jetzt hier heute, weil gerade fertiggestellt. Ich habe hier auch gerade einen Anruf bekommen, dass meine Steaks gleich fertig sind. Steaks mit Kartoffelchen und schönem Gemüse. Schön, 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 schön. Ja, Star Wars natürlich. Gestern noch Star Wars gesehen. Aber im Fernsehen Star Wars schauen, auch wenn wir eine Diagonale von 4 Metern haben, jetzt müssen wir mal gucken hier, was haben wir denn hier? Ja, so richtig. Ah. Diagonale 4 Meter, hier haben wir eine Diagonale von 3 Meter. Ja. Aber uns ist der Riesenmonitor kaputt gegangen. Ja, weil Sonne, ja, im September scheint die Sonne bis zu 30 Grad, ist klar, hält kein Monitor aus, auch nicht in die Größe. Ja. Muss man gerade abbauen, deswegen wurde jetzt hier alles umgebaut. So richtig stehen bleibt ja keiner, obwohl es flimmerte, sah gut aus. Wurde ja ferngesteuert alles. Dank modernster Technik und dann auch in 4K. Aber damit kommen viele überhaupt nicht klar, weil hier vor Ort, weil keiner mehr eine Tante Emma Laden kennt, weil keiner was ein Fachgeschäft ist. Boah, das ist Ausstellung, boah, sind sie Fan? Wahnsinn, super, oh, klasse. Nee, wir sind Fachgeschäft, aber egal. Ja, das muss einfach mal gesagt werden. Wir leben in einer sogenannten Star Wars freien Zone. Alle Instagram, also einige kennen ja die Show auch bei Instagram, 60 Sekunden. Und da haben wir auch welche gefunden, die auch 60 Sekunden Filmemacher sind und für 60 Sekunden wunderbare Filme machen. Genial.
Super. Und dann auch noch in der Stadt Essen. Genial. Kulturhauptstadt 2010. Und da kommt ausgerechnet so eine Star Wars Show her. Ja. Ach ja. Also, ihr seid total recht herzlich willkommen beim Sondersender NRW TV Ultra HD Web TV hier beim Sammelfiguren TV. Ja. Neues gibt's nicht, außer in Amerika. Dann sollten wir das Glück haben, amerikanische Sachen zu bekommen. Wir zeigen die euch sofort. Und jetzt mache ich erstmal die Biege, denn ich will meine Steaks essen. Mit Gemüse, Kartoffeln und leckeren O-Saft. Macht's gut!